Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Adventskalender hier, der nur 12 Tage lang ist, aber er ist von Revolution in Kooperation mit Love Actually, also tatsächlich Liebe. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, tatsächlich Liebe ist ein Film, den ich gar nicht so gesehen habe. Dementsprechend kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich weiß nur, dass es ein sehr romantischer Film ist. Und ja, dieses Herz ist eigentlich eher so Richtung Valentinstag, aber auch Weihnachten ist das Fest der Liebe. Also dementsprechend passt es dann doch irgendwie ganz gut. Und es ist süß gemacht, oder? Das kann man wirklich schön Heiligabend verschenken. Und dann halt quasi vom 25.12. bis zum 6.1. aufmachen, um da halt quasi den Weg der Heiligen Drei Könige zum Jesuskind quasi zu verfolgen. Und deswegen passt das irgendwie vom ganzen Kontext her schon. Und nicht nur ich stelle ihn gerade vor, sondern auch ein Herzensmensch von mir, die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place, für eine zweite Meinung. Schaut gerne bei ihr vorbei. Und ich habe gesehen, dass Sarah Isabel, Like a Daisy in Spring, den auch schon vorgestellt hat. Ich habe noch nicht in ihr Video geschaut, aber ich habe gesehen, dass sie den nicht so cool fand. Ich bin mal gespannt, was wir hier drin finden dürfen. Er hat einen stolzen Preis, ne? Also wir gucken gleich mal rein. Die Produkte werden hinter mir hingestellt und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Und ja, jetzt versuche ich das Herz mal aufzukriegen. Ich glaube, das ist noch irgendwo zugeklebt, oder? Oha, es ist ein Kläppchen-Adventskalender. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich glaube, letztes Jahr gab es sowas auch viel von Shrek, hatte ich das auch gesehen, ne? Und auch, glaube ich, sogar vorgestellt. Und jetzt haben wir hier dieses Herz. Es ist schon irgendwie wie süß. Habt ihr den Film gesehen? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, ob ich jetzt irgendwie ein Banause bin oder so. Kriegt man nicht so gut raus, man muss es kippen. Okay, das ist sehr süß und erinnert mich auch ein bisschen an eine Limited Edition, die wir tatsächlich von Catrice schon mal hatten. Aber das ist kein Liquid Lipstick, sondern ein ganz normaler Lippenstift. Und ich bin mal gespannt, wie ich dazu auch die Preise so rausfinden kann. Ne? Das ist ein klassischer weihnachtsroter Lippenstift in Weihnachtsrot. Da steht aber so keine Farbe drauf. Haben wir hier irgendwelche Grammanzahlen? Das ist auch immer total abgefahren. Ne? Revolution ist da immer ein bisschen fancy unterwegs. Gehen wir einfach mal von einer normalen Füllmenge aus und ja, das ist eine schöne Farbe, ne? Das ist ein schönes, klassisches Rot und das finde ich hübsch gemacht. Okay, wenn man die Kläppchen aufmacht, dann öffnet man manchmal auch mehrere auf einmal. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen, weil das sind jetzt keine, die direkt hintereinander kommen, ne? Die Nummer 2 ist hier tatsächlich nicht der 2. Dezember, sondern ja quasi der 26. Dezember. Und da haben wir einen Lip Liner drin enthalten mit einem Gramm. Und das dürfte dann auch passend zu unserem Lippenstift sein. Das finde ich schön. Sowas gehört auch gut zusammen. Da kann man nämlich verhindern, bei manchen Sachen halt, ne, dass quasi der Lippenstift, der Liquid Lipstick, was auch immer, nicht so in die Lippenfältchen kriegt. Das passiert bei mir leider sehr häufig, wobei das ist ein Braun. Damit kann man sich dann vielleicht so eine Farbverlauflippe schminken. Aber das ist ein Braun und kein Rot. Ja gut, also finde ich jetzt auch mal aufregend, ne? Also ist schön, auch so zum Anspitzen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir so einen Blushleiter am Start. Und da sind 5 Gramm drin enthalten. Das finde ich irgendwie richtig nice. Richtig nice. Also hier steht Blusher drauf, aber der hat Schimmer mit drin, ne? Also für, ja, normal ist das, also wenn man das halt normal so sieht, ist es eher ein Blushleiter oder ein Blushtopper, kann man auch dazu sagen. Ich persönlich mag ja nicht so gerne, wenn man halt Schimmerpigmente in dem Blush drin hat. Das ist nicht ganz so mein Vibe. Vor allem sehe ich hier auch sehr, sehr groben Glitzer. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein feines Produkt, ne? Sondern es ist schon intensiver. Aber gut, so hast du 2 Sachen in einem Schritt. Und es ist sehr, sehr hell, vielleicht nicht für alle Hauttypen geeignet. Aber schön in der Herzform. Ich sehe jetzt schon den Titel, ne? Gemischte Gefühle. ja, upsala, ja, es löst sich etwas auf. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, ja, auch das ist etwas, was man gut verwenden kann. Also ich denke halt auch so ein bisschen hier Richtung Date, vielleicht auch Richtung Silvester oder so, ne? Das sind halt falsche Wimpern, False Lashes. Einmal diese hier verwende ich persönlich jetzt nicht so intensiv. Die sehen sehr hübsch aus, haben ein schwarzes Wimpernband, sind auch so dreidimensional, das ist ganz niedlich, aber für mich jetzt nicht unbedingt was, aber so zu Halloween oder Karneval trage ich sowas ganz gerne. Am 5. Tag dieses Adventskalenders erhalten wir 3 ml von einem Lipgloss in einer super fancy Farbe. Das muss ich wirklich sagen. Ja, hier stehen auch keine Farbbezeichnungen drauf. Ja, auch hier wieder diese Herzchenverpackung. Da haben die sich wirklich ein bisschen von Catrice inspirieren lassen, würde ich jetzt mal so tippen. Ne? Vielleicht beim selben Hersteller produziert, man weiß es nicht. Das ist wirklich eine crazy Farbe, dieses Rosa. Wobei ich hier auch schön finde, dass der Schimmer ein bisschen subtiler ist. Das ist eher so perlmäßig. Ne? Vielleicht in Kombination mit dem Lippenstift ganz schön, aber für mich persönlich wäre das als Solo-Lippe ein bisschen zu
Ich würde damit tot, aber immerhin schimmernd aussehen. Die Nummer 6 ist hier bei diesem Adventskalender die Halbzeit und da haben wir so ein Puffelding drin, was aber nicht wirklich puffelig ist, sondern es ist halt mehr so von einer, ich sag mal, Schwammkonsistenz. Das, was wir halt so in Pudern manchmal drin haben, so eine Puderquaste, die halt nicht flauschig ist. Ne? Die sind immer sehr schwer sauber zu kriegen, aber damit kann man super toll zum Beispiel eine Cushion Foundation einarbeiten oder halt auch diesen Cream Blush kann man gut damit einarbeiten. Hübsch finde ich es auf jeden Fall. Schon. Alles so in dieser Herzchenform, das ist schon niedlich, ne? Gerade wenn man sowas auch zu Heiligabend verschenkt und dann danach quasi der Adventskalender oder der Kalender hier geöffnet werden kann, ist das schon schön. Wow, hier haben wir von Revolution, natürlich von Revolution, ich glaube eine Mascara drin mit 7 Millilitern. Das finde ich ja richtig toll. Wirklich. Also die Revolution Mascaras finde ich generell wirklich nice. Kann man wirklich gut machen. Wirklich, wirklich. Und wir schauen uns hier mal das Bürstchen an, was das so kann. Also die ist nämlich sehr, sehr pompös. Ich denke, die wird auch so ein bisschen wie diese 5D Whip Mascara oder so sein. Nee, die ist schon ein bisschen anders. Wir haben ja ein Faserbürstchen, was sehr, sehr bauschig ist, ne? Aber tatsächlich relativ kurz. Sieht interessant aus. Aber sehr, sehr schön, dass wir hier eine Full-Size-Mascara drin haben, ne? Ja, auch hier darf die Nummer 8 machen, dass es kracht. Welche Nummer war das denn? Die hatte ich hier doch eben schon mal, genau. Und hier haben wir dann auch den passenden Lip-Liner zu dem, nee, haben wir nicht, zu dem Lip-Gloss, genau. Und hier haben wir 1 Gramm drin enthalten und das ist so ein, ja, Rosé-Ton oder wie auch immer, rosa. Das ist wirklich rosa, ne? Wow. Okay, ja, also, ne, passt dann auch sehr schön zu dem Lip-Gloss. Und gerade bei einem Lip-Gloss kann man das wirklich gut gebrauchen. Wobei es halt wirklich so eine Schweinchen-Rosa-Lippe dann wird. In der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas freuen, was wir schon gesehen haben. Und zwar haben wir hier dieses Schwämmchen. Super schön, aber super unpraktisch eigentlich. Ne? Ich denke schon, also ich denke, man wird diese Seite jetzt nicht unbedingt nutzen, aber halt hier diese Seite, weil die schön spitz so zusammengeht. Da kann man schön unter den Augen und um den Augen herum so den Concealer einarbeiten. Auch so in der Nase. In der Nase, genau. An der Nasenfalte, also Labialfalte und so weiter. Ne? Das ist schon schön. Ne? Fühlt sich auch ganz gut an. Kann man machen. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Also der Adventskalender ist schon sehr zerstört. Ich habe hier ein Scrunchie drin. Okay, ja, das ist sehr weihnachtlich, ne? Das heißt, ja, das kommt drauf an, wenn man den Adventskalender auspackt. Wenn man ihn halt nach Weihnachten auspackt, hast du halt nochmal so ein bisschen Weihnachtsfeeling danach. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn ich mir hier so ein Bommel hier oben mache, dass ich das hier drum mache, passt halt super schön zu meiner Mütze. ich finde es süß, aber unpraktisch halt auch ein bisschen, ne? Aber es ist süß. Oh, mein 11. Dezember ist leer. Der ist rübergehüpft zur Nummer 6. Okay, hier habe ich eine Haarspange drin. Eine. Jetzt lässt der Adventskalender gerade nach, ne? Der ist wirklich stark gestartet, aber jetzt hier eine Haarklammer. Vielleicht finde ich irgendwo noch eine... Da! 2. Okay, nochmal eine in rosa. Also, da haben wir immerhin 2 drin. Gut. Ne? Das ist halt wirklich von der allergünstigsten Qualität von dem Material her. Das ist einfach nur Metall. Aber wir haben hier Herzchen, das ist ganz süß. Ich werde es nicht tragen. Also, das ist halt auch nicht so mein Style. Aber süß ist es. Ja, und jetzt haben wir am 6.1. ist es dann ja quasi in der Nummer 12 das Highlight drin enthalten. Hier ist eine 9er Lidschattenpalette drin. Das finde ich nett. Das muss ich wirklich sagen. Es sind winzig kleine Pfännchen. Aber ich finde die Farbauswahl sehr hübsch. Das ist auch mal ein bisschen was anderes durch das Rot, was auch mit dabei ist, was erwartungsgemäß hier drin ist. Ansonsten so ein paar Schimmertöne, hier auch so ein bläulicher, kühler Ton. Als kleines Schmankerl, sage ich mal, als kleine Pop of Color. Ist eine schöne Palette. I look quite pretty. Das ist natürlich süß, wenn sowas im Spiegel steht, dass man sich das auch nochmal so verinnerlichen kann. Ne? Und ich finde wirklich, wenn ich mir den Adventskalender angucke, also den Inhalt hier hinten, wenn ich mir das hier angucke, ist es traurig. Aber der Adventskalender an sich, vom Inhalt her, sieht wirklich schön aus. Wir haben tolle Produkte hier drin enthalten. Es ist ein schönes Make-up-Set und eigentlich auch eine gute Ergänzung als nach Weihnachten gedünsten. Ne? Und ich glaube, dass man damit auch jemandem eine Freude macht, wenn sich diese Person gerne schminkt. Also so als Idee mit dem Weihnachtsgeschenk finde ich das eigentlich ganz gut. Als Adventskalender für eine erwachsene Frau ist es vielleicht manchmal ein bisschen, wie findet ihr den Inhalt? Also ich finde es schön, dass wir hier wirklich verschiedene Produkte aus verschiedenen Schminkkategorien mit dabei haben. Die Füllprodukte hätten nicht unbedingt sein müssen, meiner Meinung nach. Aber er ist eigentlich ganz süß gemacht. Ne? Gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.